Komm schon. Jetzt habe ich ihn aber. Jetzt habe ich ihn aber. Da ganz hinten hat er gesessen, ey. Mein Gott. 3 Schüsse habe ich für den gebraucht, für den Armkern. Meine Güte, ey. So, der ist jetzt aber weit genug weg. Jetzt dürften ja auch keine Gegner mehr sein. Wenn ich das richtig sehe. Prinzipiell müsste ich jetzt eigentlich alle mich aller einzelnen Gegner erledigt haben. Hier hinten rechts, den ganzen Teil hier, kann ich jetzt komplett ignorieren. Hier sind nämlich richtig viele Gegner. Und kann mich komplett dem anderen Teil widmen. Den ich jetzt mal eben anfangen werde zu machen. So, 0 von 8. Das wollen wir nochmal ändern. Hier sind auf jeden Fall noch welche. Hier sind auf alle Fälle noch welche. Und die suchen mich bereits. Sind aber mehr als der eine. Hier sind noch mehr, viel mehr. Da ist einer. Wie komme ich jetzt an den vorbei? Ist hier einer drin? Nee. Ich könnte die... Oha, was kommt denn da? Fuck, fuck, fuck. Nein! Das ist doch nicht deren Ernst. Die schießen doch nicht wirklich mit einem Raketenwerfer auf mich, oder? Wollen die mich verarschen? Wollen die mich verarschen? Die schießen jetzt nicht mit einem Raketenwerfer. Haben sie das denn alle? Sind die jetzt völlig durcheinander? Alter Finne. Was geht denn nun los? Okay, ich muss mich um einen heilen. Alter, ey. Ich wusste ja, dass da welche sind, aber ich wusste nicht, dass sie direkt um die Ecke kommen. Das war mir jetzt neu. Da kommt der da jetzt gerade mit dem Raketenwerfer an. Ey, gibt's doch nicht. So, den holen wir uns jetzt erstmal. Das geht ja wohl gar nicht, ey. Mit dem Raketenwerfer wieder ballern. So. Ja, ich weiß, ich bin immer noch hier und ich bin immer der Böse und ich bin der Arsch vom Dienst und bla 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 bla. Ich bin euer Albtraum, ich weiß. Ich bin euer Albtraum. So, 5 Schuss in meiner Wellrod habe ich noch. Ich fürchte nur, der guckt genau in meine Richtung. Aber mich sehen irgendwie nur 2. Da sind aber eigentlich viel mehr Gegner. Das finde ich gerade komisch. Scheiße, der schießt sofort. Sauber. Perfekt. Perfekt, perfekt, perfekt. Von da oben kommt nämlich der Raketenmann. Wo will den? Toter Mann! Ja, dann geh vielleicht mal gucken, wo der tote Mann herkommt, ne? Depp. Ich habe nur noch wenig Munition. 3 Schuss habe ich noch. Hallo, da muss aber reichen. Da reichen noch für mindestens 3 Leute. Wenn nicht mehr. Also für 3 Leute Minimum. Da hinten ist die Artillerie. Den kriege ich lautlos. Kriege ich den lautlos, ohne dass mir einer sieht? Ich sollte vielleicht mal speichern, ne? So, als Idee. So, den kriegen wir so. Zack. Da unten die. Da stehen ganz viele. Die ignorieren wir jetzt einfach mal. Um die kümmern wir uns jetzt mal nicht. Kümmern uns aber um den da. Und den erledigen wir von dort oben. Oder lieber von dort oben. Ich weiß nicht mehr, was am sinnvollsten ist. Ich würde fast sagen von da, weil da war ich beim letzten Mal auch. Das war ganz gut eigentlich. Wo
Problem ist, dass ich hier keine Geräuschkulisse erstellen kann, in der ich den irgendwie ablenken kann da oben. Warte mal, ich habe eine Idee. Nee, die kommen ja hier hin. Bringt ja auch nichts. Warum guckt der auch immer in meine Richtung? Kann der nicht mal woanders hingucken? Boah, Schrott. Kann der jetzt sich nicht mal umdrehen, bitte? Hallo, dreh dich mal um, Junge. Ich würde den von hier aus schon erwischen. Aber ich glaube nicht, dass es eine gute Idee ist. Hm. Dann kommen nämlich die alle an. Hm. Wo bin ich denn gerade? Ich bin gerade hier. Da oben ist noch der eine. Da sind noch ein paar. Die sind aber egal. Hauptsache, ich muss den General noch mitmachen. Den General muss ich vor der Flak. Obwohl, nee, ich muss ja danach nochmal zurücklaufen. Ich kann den General ganz in Ruhe machen. Mich stört nur der da oben. Und ich weiß nicht, ob der irgendwann anfängt, mich zu sehen. Ach, da ist noch einer. Scheiße. Das sind zwei Stück. Und die gucken beide immer in die falsche Richtung. Aber hier in der Höhle dürfte keiner drin sein, ne? Sieht er mich, sieht er mich, sieht er mich, sieht er mich? Nein, sieht er nicht, sauber. Hier in der Höhle ist niemand, weil sonst hätte ich ihn auf der Karte gesehen. Das war jetzt aber der einzige Grund, warum ich wusste, dass hier hoffentlich keiner ist. Ach, guck mal, Munition, perfekt. Okay, jetzt kann ich die beide ausschalten. Perfekt, perfekt, perfekt. Ich bin fast eine Stunde schneller als beim letzten Mal, das überlegt euch da mal. Und ich habe noch einen Teil von dem anderen Level gemacht in der Zeit. Auch noch mit. Oh crap. Warum sehe ich da zwei? Warum sehe ich da zwei auf der Karte? Ist da noch einer, den ich nicht gesehen habe? Ist da noch einer, den ich nicht gesehen habe? Schnell speichern, bevor das irgendwie... Ne? Ihr kennt das ja. Das Problem. Nein, 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 nein. Warum guckt der immer noch hier hin? Will mich verarschen? Kann ja wohl nicht sein Ernst sein. So. Scheiße. Siamo sotto attacco! Provatelo! Ich weiß überhaupt nicht, ob hier einer ist. In der qualche parte qui. So. Du weißt überhaupt nicht, wo ich bin. Die anderen wissen das auch nicht, weil hier ist keiner mehr, den du noch irgendwo hinjagen kannst. Also erzähl doch nichts, du alter Italiener. Hättest du wohl gerne. Du hättest das vielleicht gerne, aber ich muss dich leider enttäuschen, dass wir... Oh, der da hinten ist aufmerksam auf mich geworden. Der hat einen MG. Mann, vor dem habe ich Angst. Weil er natürlich so viel ausrichten kann von da hinten. Von dem habe ich richtig Angst. Ich lache mich tot. Aber gut, dass ich ihn einfach mal gar nicht gesehen habe, da den vierten. Okay, der ist aber auch egal. Denn ich muss... Upsala, das ist geleckt. Das Ding anschießen und vorher den töten und dann das töten. Das Problem ist, ich muss genau den Zeitpunkt finden für das erste. Genau den, nämlich. Wo nämlich die Typen anfangen, da das Ding zu beladen. Ich weiß, ich habe das nur beim letzten Mal schon so ewig 3 Jahre gebraucht, bis ich das hingekriegt habe. Okay. Vielleicht haben wir Glück. Und... Na, da wär's gewesen. Ich muss noch ein bisschen länger warten.
Es gibt ja irgendwie auch einen Indikator für. Ich habe den nur noch nicht rausgefunden. Jetzt hat er sich wieder gesetzt. Jetzt könnte es klappen. Jawohl. Das dürfte übertönt gewesen sein und der General ist tot. Tschüss, General. Ins Auge, ins Auge. Und das war's für euch. So, bevor die jetzt rausfinden, wo ich stecke, verdrücke ich mich von da. Ich könnte theoretisch noch ein paar Fernschüsse machen. Wie weit sind die weg? Muss mal rausfinden. Ah, 100 Meter, komm. Die 100 Meter da. Die machen die jetzt auch nicht. Jetzt laufe ich nämlich hier rum. Finden tun die mich niemals. Ich höre da Gerümpel. Und warum ich gerade noch die ganzen Typen hier getötet habe, was ich eigentlich theoretisch hätte lassen können, das werdet ihr gleich wissen, warum ich das getan habe, weil das war nämlich wichtig. Deswegen werde ich an dieser Stelle einfach speichern. Weil sonst bin ich nämlich ziemlich am Arsch. Wenn ich das mal so sagen darf. Da wäre ich richtig am... Also, ne, also hier speichern ist jetzt wichtig gewesen. Weil hier ist jetzt keiner mehr. Außer mein komischer Wagen. Hm, den haben wir noch gar nicht durchsucht. So, ah, Wellrot-Munition. So, und weil es so schön ist... Guck mal, kennt ihr den schon? Na super, jede Menge Spaß, ey. Das nehme ich mal einen Panzer. Ich brauche mehrere Schuss, um den zu killen. Das ist das Problem. Letztes Mal habe ich es total vergeigt. Deswegen werde ich das diesmal geschickter angehen, hoffentlich. So. Ich muss jetzt mal gucken, wo sind denn die Grills? Ah, da hinten die. Oh crap. Standortwechsel. Standortwechsel. Sehe ich von hier aus einen von den Grills? Da sehe ich einen von denen. Theoretisch. Aber der hat sich gedreht, die Sau. Die Sau hat sich umgedreht. Kommt direkt hier hin. Nicht gut, nicht gut, nicht gut, nicht gut, nicht gut, nicht gut. Die Stelle ist sowas von nicht mehr haltbar. Oh, hab ich fast gesehen. Obwohl, weißt du was? Schneller hoch, schneller hoch, schneller hoch. Das war letztes Mal nicht so spannend. Will der hin? Der Typ mit seinem Panzer. Ich weiß ja nicht, was der davor hat, ne? Aber da kann ich den definitiv nicht treffen. Ja, jetzt fährt er weg, weißt du? Okay, 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 komm. Scheiße. Er weiß genau, wo ich bin. Nein, nicht wirklich. Er sieht mich zum Glück nicht. Im letzten Mal hat er mich nämlich voll gesehen. Da habe ich den nämlich direkt da hinten aus erledigt und habe dann versucht, den zu killen, aber das hat kein Stück funktioniert. Weil ich muss den immer hinten in dem Ding treffen, weil ich kann zwar vorne den Fahrer mischen. Das Problem ist,
dass ich immer die hintere Seite brauche, um diesen Grill zu treffen. Sonst kann ich den nämlich leider überhaupt gar keinen Schaden zufügen, dem komischen Panzer. Weil von hier aus kann ich mir nichts anrichten. Ich kann ihn zwar stoppen, aber dann hält er halt an. Und was bringt mir ein Panzer, der anhält? Der kann immer noch schießen. Nur weil er nicht mehr fahren kann, heißt das nicht, dass der ungefährlich ist plötzlich. Weißt du? Das macht den eigentlich noch gefährlicher fast schon. Weil ich nämlich dann irgendwie gucken muss, dass ich hinter den komme. Und wenn der gerade in meine Richtung guckt, dann habe ich ein Problem. So, jetzt müssen wir eben gucken. Ah, sauber. Und komm. Sauber. Jetzt habe ich das Ding erst mal offen. Oh, warte. Ach, Kacke, dreht sich. Oh, oh. Roter Kreis ist nie gut. Vor allem in dem Moment würden nämlich jetzt alle anderen Männchen noch angerannt kommen. Und mich ein wenig zermalmen. Weil der nämlich rufen würde. Gut, er wird die erst rufen, wenn die mich gesehen haben. Von daher ist das da hinten immer noch nicht so ganz super. Das ist eher suboptimal, aber es ist auf alle Fälle machbar momentan noch. So, Standortwechsel. Komme ich an den hinteren Grill? Na komm. Noch ein Stück. Ah, hält der einfach an. Ich komme nicht hin, ne? Scheiße, ich komme nicht an den Grill. Mann, ärgerlich. Jetzt würde ich theoretisch drankommen, wenn ich mich nicht, ja. Versuchen wir das mal. Komm schon. Oh nein. Scheiße. So, jetzt aber komm. Oh, ich glaube, ich habe ihn. Jawohl, ich habe ihn. Perfekt. Da fliegt das ganze Ding in der Luft. Und tschüss. Guck mal. Hallo, du da. Der ist immer noch nicht weg. Will mich verarschen. Der lebt immer noch. Kann euch deren Ernst sein. Ich habe den doch gerade getroffen zum zweiten Mal. Guck mal, da kann ich nämlich reinschießen. Total cool. Oder wenn ich jetzt schieße, weiß der, wo ich bin. Und ich will ja, dass er sich weiter bewegt, damit ich dem hinten in den Rücken schießen kann. Weil das ist ja der interessante Teil. Weil der vordere Teil ist eigentlich ziemlich irrelevant gerade. Mit dem kann ich nichts anfangen. Ich brauche nur die hintere Seite von dem. Die hinteren Kühlergrills. So, ich komm mal hier vorne hingefahren und dann drehe wieder ab. Du fährst ja irgendwie eine Runde anscheinend. Du fährst immer hier unten hin, hältst da an, fährst dann wieder zurück und fährst dann da außen rum. Würdest wahrscheinlich einmal so rumfahren und dann wieder hier zurück. Aber so weit werde ich nicht kommen lassen, weil bis dahin ist ja nämlich schon eine Kugel in deinem Grill hinten drin. Und dann wirst du, glaube ich, wenn mich nicht alles täuscht, wird es sich dann zerlegt haben. So. Oh ja, das ist gut. Oh ja. Jawohl, in den Benzintank. Geil. Und guck mal. Schön. Triff dich wieder mit der Langstreckenblam. Die Langstrecken, was? Keine Ahnung. Irgendwas mit der Langstreckeninversionseinheit Gedöns. Irgendwie sowas in der Richtung. So, und was ich jetzt mal tue, ist nämlich Spiel speichern. Den Hellfire Pass. Fortsetzen. So. Jetzt kann ich nur noch hoffen, dass er doch wirklich alles aufgenommen hat. Aber ich denke schon. Ich habe es ja eine Folge getestet und eingestellt. Es sollte also kein Problem sein, dass es alles funktioniert. So. Und dann wollen wir mal das Level beenden. Beim letzten Mal stand der Panzer übrigens direkt hier. Also ich hatte viel Möglichkeit, da irgendwas zu machen. Ich musste mich um den rumschleichen. Das war super. So, aber wir beenden das Level. Und tschüss. So, jetzt kriegen wir erstmal, glaube ich, irgendwie 2 Level-Ups.
Und zack. Das hatten wir schon. Corporal Mark II. Da sind wir schon. So weit sind wir schon gekommen. Haben wir im Spiel schon gesehen. So. Da haben wir das freigeschaltet. Haben wir 2000 Punkte bekommen? Sind wir schon. Sind wir. Corporal Mark III, Level 9. Wie viel noch mehr? Oh, da habe ich. Genau, das habe ich das Ding freigeschaltet. Habe ich 2000? Das sind keine 2000. Das sind 500, 600, 600. Immerhin. Weitschuss. Ich habe keinen Weitschuss. Das war also. Der eine Schuss, der war sowas von weit. Das kam mir vor, als wäre der 100.000 Kilometer weit gewesen. Na gut. Gucken wir uns mal an, was die nächste Mission so sagt. Ich habe Fort Refugio erreicht. Der Informant ist unsere einzige Spur. Ich hoffe, er ist noch am Leben. Die Alliierten hielten diesen Ort bereits 41 während der Operation Compass. Darum kenne ich den Grundriss. Die Festung klebt an einem Felscliff, uneinnehmbar für eine Armee. Aber ein Einzelkämpfer sollte einen Schleichweg hineinfinden, sobald ich an den Suchscheinwerfern vorbei bin. Sogar nachts sind die Achsenmächte auf den Beinen. Es wäre Selbstmord, mein Gewehr einzusetzen, solange ich hier unten bin. Und selbst dann, wenn man mich hört, werden sie Verstärkung anfordern. Ein Sturm zieht auf. Der kommt mir gerade recht. Jaha. So, neuer Gegenstand. Ich ändere mal eben die Bewaffnung. Hier bin ich in meinem Bewaffnungsmenü. So, das kennt er noch gar nicht, ne? Das könnte ich jetzt mal eben ändern. Was habe ich denn hier? Ich habe außer der Velrod noch die Wembley. Die ist aber ein bisschen laut. Deswegen bleiben wir bei der Velrod. Ich kann Fadenkreuz ändern. Habe ich das eigentlich mal gezeigt? Die Fadenkreuz ändern? Habe ich doch gar nicht gezeigt, oder? Ist das in der Aufnahme drin gewesen? Ich habe keine Ahnung. Wir nehmen mal... Langstreckenduplex. Nehmen wir mal das Langstreckenduplex. Das sieht ganz gut aus. Dann wollen wir mal gucken, was haben wir da für ein Gewehr. Wir haben entweder die Garant. Das wird alles schlechter. Hier wird die Mündungsgeschwindigkeit besser. Das ist das, was wir haben. Und hier wird der Zoom schlechter, der Schaden höher. Dann will ich aber lieber das Ding, weil ich will nämlich eigentlich lieber das mit dem meisten Zoom. So. Eine Handgranaten. Ich brauche keine Handgranaten in der Panzerbrechende Munition, Landmine, Stolpermine, habe ich schon zwei. Ja. Nehme ich nochmal panzerbrechende Munition mit. Ist eigentlich egal, was ich mitnehme, ne? Na egal. So, jetzt wollen wir einmal das Gewehr anpassen. Wir haben Zielfernrohr, aktuell Standard. Hier hätten wir mehr Zoom, bisschen mehr Rückstoß. Weniger Zoom, mehr Schaden. Also nehmen wir das Gebläute. Dann haben wir einen neuen Lauf, den verbesserten. Weniger Rückstoß, mehr Flattern. Weniger Rückstoß, mehr Flattern, hä? Nee, das ist... Das eine ist mehr Rück... Okay, das eine ist stabil, erhöht Rückstoß. Verringert Rückstoß, beeinträchtigt Stabilität. Tja. Was nehme ich? Oder Standard? Nee. Verringert den Rückstoß. Machen wir so. Dann haben wir noch den Lauf, haben wir gerade geändert. Ne, haben wir noch den Schaft. Erhöht Mündungsgeschwindigkeit. Erhöht Rückstoß. Ich brauche nicht schnell schießen. Ich würde aber gerne ein bisschen Schaden machen. Dann haben wir noch die Mechanik. Die können wir auch noch anpassen. Dann haben wir die Standardmechanik. Dann haben wir eine mit Rückstoßerhöhung und Schaden. Und Geschwindigkeitserhöhung und Rückstoß. So, nehmen wir das. Das sieht alles gut aus. Und dann würde ich sagen, haben wir das mal. Das sieht doch alles hier prima aus. Panzerbrechende Munition 2, Pistole Velrod, die Sekundärwaffe. Die können wir an die auch anpassen. Was haben wir denn hier? Ich könnte einen Panzerschreck mitnehmen. Das würde ich aber mal lassen. Ungenau auf mittlere Distanz. MP40. Reichlich Munition hinter feindlichen Linien. Auf dem Einsatz bei Truppen des Commonwealth. Ne, wir nehmen ja die MP40 mit. Die brauchen wir hoffentlich nie, aber... So, zurück. Und wir starten die Kampagne Fort Refugio. Oha.
guckt euch das Ding an. Alter, wie soll man da reinkommen? Hey, it's me. Okay, wo bin ich hier unten? Oh Gott, wie komme ich denn da rein? Erstmal muss ich sowieso hier lang und dann hier erstmal mir wahrscheinlich eine Position erarbeiten oder so. Oh Gott. Das kann ja heiter werden. So, aber das werden wir jetzt nicht sehen, denn ich werde genau wie beim letzten Mal in der letzten Aufnahme hier an dieser Stelle das hier überschreiben und ich bin jetzt genau... Ah, guck mal, fast 1 Uhr. Ich bin genau an der gleichen Stelle und werde genau das gleiche sagen wie beim letzten Mal, denn ich bin jetzt erstmal raus. Ich habe jetzt glücklicherweise alles aufgeholt und war in einer halben Stunde schneller fertig. Super. Ist voll wichtig, da ich jetzt schneller war. Das spielt aber gar keine Rolle. Auf jeden Fall, ich bin auch nur schneller fertig durch diesen einen Schuss, durch diesen einen Weitschuss mit der Artillerie. Das habe ich aber nur hingekriegt, weil ich jetzt wusste, dass sie da ist. Hätte ich das nicht gewusst, hätte ich das eh gelassen. Also hätte ich da sowieso nicht geschossen, weil ich wusste ja nicht, was das ist. Sorry, da muss ich mal eben gehen. So, nichtsdestotrotz, ich bin jetzt raus und ich sage wir, also du wirst diesen netten Herrn hier dann wiedersehen. Diesen netten Herrn, der ist gar nicht nett. In der nächsten Folge von Sniper Elite 3. Und dann mit Mondschein und aufziehendem Sturm. Das wird super, glaube ich. Ich glaube zumindest, dass es cool wird. Ich kann mir das schon gut vorstellen. Immer dann bei den Blitzen schießen. Naja, ich bin gespannt, ob wir in dieses Ding reinkommen. Und das werden wir dann beim nächsten Mal sehen. Bis dahin sage ich, macht es gut. Und bis zur nächsten Folge. Tschüss.